it like a hippo, but that girl got booty. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Tanks Blitz. Ich bin heute mit dem T3485 unterwegs und heute werden wir geile Games gewinnen, hoffentlich. Der T3485, kurze Information, wie ihr hier seht, Strukturpunkte 870, Wannenpanzerung in Millimetern, Front 45 mm, Seiten 45 mm, Heck 40 mm. Turmpanzerung in Millimeter, Front 90 mm, Seiten 75 mm, Heck 52 mm. Ein Gewicht von ungefähr 33 Tonnen, eine Motorleistung von 520 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 54 km/h. Weiter erwähnenswert ist auch noch die Turmdrehgeschwindigkeit von 46 Metern in der Sekunde. Der Standardgranatenschaden bei der jetzigen Gun, die ich drauf habe, das ist die 6er Gun, beträgt 150 bis 250 Schaden. Die Standardgranatendurchschlagskraft in Millimetern liegt bei 94 bis 157 Millimeter. Feuerkadenzschuss in der Minute 7,36. Zielerfassung in der Sekunde 2,9 Sekunden. Streuung auf 100 Metern 0,42. Sichtweite 240 Meter, Schutz 32% und eine Feuerkraft von 39%. Die Schusswirksamkeit beträgt 48% und die Beweglichkeit ist 57%. Dieser Panzer hat mich knapp 900.000 Cash gekostet und habe mit ihm schon ein paar Gefechte absolviert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Und wir sagen einfach, let's begin. Wir sind in Oasenpalmen gelandet. Als KV-3 ist bei uns der Top-Tier und im Gegnerteam der AT-7. Leute, es ist was Lustiges passiert. Im ziemlich letzten Gefecht hatte ich mit dem Hardy, also mit dem Pom-Pom 2013, liebe Grüße an dich, Adi. Das war keine Absicht. Wir wollten uns nicht treffen. Aber wir haben uns einfach getroffen. Da haben wir, beide gleichzeitig den Gefechtsknopf gedrückt. Und deswegen würde ich jetzt sagen, nicht lang babbeln, direkt los. Hinter uns kommt noch mit der T25 und die Su. Hier warten wir jetzt mal drauf, dass ein paar Gegner kommen. Leute, sorry, dass es buggt, aber das ist dran, weil ich HD-Einstellungen gemacht habe. Ich musste wieder runterstellen, sonst buggt das Spiel extrem. Leute, der IS ist ein geiler Panzer. Ich bin so froh, dass ich mir den gekauft habe. Nein, ich werde nicht in die Base gehen. Oder bleibe ich in der Base? Ich race ein bisschen in der Base. Oder? Nein, ich fahre nach da hinten. Mal so als einzigster, um zu gucken, ob da jemand kommt. Schlecht sind wir ja auch nicht. Look behind. Was willst denn du jetzt? Leute, der Dr. Schnuggles ist ein witziger Kerl geworden. Der Hascher, der sagt jetzt vor jedem Gefecht, das er anfängt, sagt er einfach einmal ganz gechillt Bratwurst. Einfach Bratwurst. Er sagt einfach Bratwurst. Nein, er sagt nicht Kartoffelsalat, er sagt einfach Bratwurst. Nein, nicht dein Ernst, oder? Der ist doch keine 100 Meter weg, oder? KV3, du HML. Natürlich. Zerstört meine Ketten. Alle auf mich. Dieser blöde KV3, ey.
Könnte ihm gerade schon wieder einen reinschlagen. Klaut meinen Kill. Ich hab anvisiert, dann kommt dieser blöde Wichser. Wow, was ist dahinter, ey? Ich würde es gerne mal nach dahinter schaffen. Dahinter wäre echt cool. Natürlich, treffen wir nicht. Oh, ich muss unbedingt wieder. Natürlich, der hat sein. Ich habe keinen Bock, HE immer wegen so einem Billigspanzer. Guck, was hat's gemacht? Auch keinen Schaden. Ey, 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 ey. Ach, dein Ernst? Dein Scheiß Ernst? Ey. Blindschuss. Keinen Schaden gemacht. AT7, ich komme, du. Ich gehe lieber hier rum, weil da oben ist dann doch lieber. Lieber nicht. Abpraller an der Seite. Danke, jetzt aber dein Heck, Alter, dein Heck. So. Kann es nämlich hier nicht sein. Ich muss unbedingt die HD-Einstellungen zurücknehmen. Weil der buggt unglaublich und Leute, nein, das liegt nicht an meinem Aufnahmeprogramm. Blöde Ketten, los jetzt. Kill ihn doch, T25. Und der KV3 jetzt gewinnt. Oh, ich wollte schon denken. Leute, Gefecht beendet. 7:3 für uns. Huiuiui. Oh Mann, Leute, was waren das denn jetzt? Ich muss erstmal die Einstellungen zurücknehmen. Objektqualität Mittel. Panzerqualität Mittel. Effektqualität im Spiel Mittel. Mittel, alles Mittel. Na, das Wasser kann ich hoffentlich oben lassen. Grafikqualität, manuell, Mittel. Ich stelle alles auf Mittel einfach. Nee, das war's nicht. War's das schon? Ja, das war's schon. Jo. So, Leute, jetzt seht ihr. Ich muss vielleicht noch die Schatten und das Gras ausmachen. Da Gras. Gras im Zielfernrohr aus. Schatten aus. HD-Texturen aus. Speichern. So, jetzt seht ihr, jetzt sind der Schatten weg und jetzt sieht es so wie vorher aus. Leute, nächstes Gefecht mit dem T3485. Oh nein, Belanova im Winter. Begegnungsgefecht. Bei uns Top ES3, im Gegnerteam auch ES3. Scheiße, ist der Panther 2 und der AT-50A. Leute, ich hasse den AT-50A. Ich hasse ihn. Der hat so eine schnelle Nachladezeit, aber so ein schlechter. Der ist richtig scheiße. Und ich kann es auch nicht verstehen, dass der M6 besser ist als ich. Kann ich nicht verstehen. Überhaupt nicht. Für mich nicht akzeptabel. Aha, KV4, guck mal. Das ist ein richtig fettes Ding. Zwar lame wie sonst was, aber trotzdem, der ist trotzdem ganz schön zügig unterwegs. Seit dem neuen Update bringt es nichts mehr, andere anzuschieben. Ich habe mit dem T49
Habe ich versucht, ein Ding, ein BT7 anzuschieben. Was war, nichts war, gar nichts, nichts, nulle. Leute, ich fahre gerne hier nach hier. Weil hier kann man die ganzen. Natürlich, 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 natürlich. Nicht dein Ernst. Er hat mir jetzt schon wieder eine 200er Schelle gegeben. Welcher HML, Alter? Nein. Boah, ey. Euer Ernst? Ist es euer Scheiß Ernst? Leute! Noobs, Mann! Was ist das alle auf mich? Leute, guckt mal! Guckt mal euch um, wie viele hier sind ausgerechnet auf mich, euer Scheiß Ernst! Mann, solche Hurensöhne! Alter, alle auf mich! Was ist euer Problem, Mann? So, jetzt KV4, Alter, macht euch richtig fertig. Killt euch jetzt alle. Noobs. Meine Güte, ey. Dann eine Runde mit BT7, Leute. Letzte Runde. Oder ich weiß. Immer noch zwei. Machen wir noch drei. Leute, 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 was ist denn da los? Habt ihr gesehen, jetzt ist es viel flüssiger gelaufen. Ich habe nur die Texturen runterschrauben müssen. Und so sehen sie ja auch noch gut aus, oder? Kann man ja nichts dagegen sagen. Ich liebe einfach den BT7, Leute, da könnt ihr nichts dagegen sagen. Der BT7 ist lustig, mit dem BT7 kann man Scheiße bauen. Egal, hey, er drift. Der BT7 ist einfach racig. Mit dem kann man hier, guck, sowas machen. Und die Ketten verlieren, aber dann direkt wieder Gas reinballern und let's go sagen. Und dann losracen. Leute, das kannst du mit keinem anderen Panzer machen. Vor allem, wenn du Reparatur und Brandset. Ich habe Sand Brandset drin, aber ich brauche halt nie, versteht ihr? Okay, das war blöd. Was macht der BT7 jetzt, ey? Hinter mir. Dann ist es ihm sein Ernst? Da kommt mir jetzt die ganze Zeit hinterher. Ey, ich bin aber schneller wie du. Hast keine Chance. Nee, 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 nee. So. Ah, guck mal, wie lame der im Gegensatz zu mir ist. Die müssen mich alle erstmal kriegen, verstehst du? Die kriegen mich alle nicht, weil ich zu schnell für die bin. Ja, genau, bleib nur so. Erledigt. Thema erledigt. Alecto. Haha, der hat noch einen Schuss gemacht. Du kannst nicht mal schießen, oder was? Dein Ernst? Dein Ernst? Ey. Ja, tschüss. Natürlich, der kriegt mich noch, weil der auch so schnell ist. Meine Güte. Autokorrektur, what a noob. Mann, ey, was dann los? Jetzt haben wir schon drei Gefechte hinter uns. Oh, ey, los geht's mit dem T3485. Warum habe ich den T3485? Weil ihr euch sicherlich alle denken könnt, was nach dem T3485 kommt. Der T43. Nach der T44, dann nach der T44,
54, dann nach der T62A oder das Objekt 174 oder so, keine Ahnung. Leute, 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 warte, 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 let's begin! Ich als Mittel und dann so. Wo bleibt ihr denn? Ja gut, okay, wenn der IS-3 dahin wäre, dann macht es für mich keinen besonderen Sinn, jetzt noch da. Danke, Pater, ich lasse den Vortritt, kein Ding. Dummer Spaten, halt. Ich hasse solche. Was, Jagdpante? Zweimal? Geil. Oh, oh ja, oh, das gefällt mir. Hui, hui, wir raisen, wir raisen, wir raisen, raisen, raisen. Oh, was haben wir denn da offen? Die nehmen direkt die Base ein. What a noob, I said. Oha, da ist in einem Clan drin, wo nur 2000... Natürlich! Der macht mir direkt 200er Schelle. Ist in Ordnung. Kein Ding. Kein Ding. Ich kann es ja mal versuchen. Dass das in die Hose ging, war mir aber auch klar. Ja, aber das geht nicht in die Hose, du. Du Nuss. Türlich, türlich, türlich und nochmal türlich. Ich muss sie. Schnell, ich muss darüber, ich muss darüber. Schnell, 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 schnell. Diese blöde Scheißkette, Mann. Jee. Opfer. Sowas kann ich nur Opfer nennen. Da ist ein Löwe. Der hat mir wahrscheinlich die 200 abgezogen. Mal schauen. Der guckt nicht auf mich. Der ging drüber, Mann. Mann, ich hasse den Löwe so. Weißt du, wenn nicht jetzt einer killt, ist auch scheißegal. Dem seine Turmpanzerung ist ja unter aller Kanone. Damit ich auch das Richtige treffe, schieße ich jetzt. Abpraller. Dein Ernst? Jetzt guckt er. Jetzt sieht er mich. Okay. Tschüss, Welt. Löwe. T3485. Aber das eigentlich genau dieser Noob, ich treffen muss. Das ist so dumm. Vor allem die ISU, die macht nichts. Die bleibt einfach stehen. Einfach stehen bleibt sie. Oh Gott. Ey. Nicht dein Ernst. Jetzt kill doch mal wenig. Das ist ein One-Shot für dich. Kill ihn. Kein One-Shot, dein Ernst. Du hast schon hingezielt auf die Kanone oder was? Lade nach. Dein Ernst, 216. Dein Ernst. Dein Ernst, sagt Panzer. Ja, so tut. Und jetzt lauf. Geh zum Löwe oder ich schreib dich an, wenn du nicht zum Löwe gehst. Genau, gut, gib Gas, schneller. Ausgerechnet der IS muss jetzt in der Base stehen. Gib Gas, gib schneller Gas. Fahr doch da lang, was fährst du da lang, ey? So, jetzt treffen sie aufeinander. Jetzt baller ihm halt eine. Ach Gott, ey. Ich sehe das Gefecht schon wieder verlieren. Was ist das? Ja, danke. Ja, okay, das war jetzt wirklich angebracht. Gleich ist sie wieder tot, ey. Danke, dass du die Base verlassen hast, IS-3. Ja, das ist geschafft. Nicht dein Ernst, oder? Leute, mit diesem unglaublichen T3485-Bild verabschiede ich mich von euch. Nur Niederlagen. Oh mein Gott, ey. Bis zur nächsten Folge von Let's Play World of Tanks Blitz.